Über Israel von Deutschland aus gesehen sprechen kann ich jetzt mit Volker Beck, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und heute Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Guten Abend, Herr Beck. Guten Abend. Wie beurteilen Sie aus der Ferne, soweit es geht, diese seit gestern laufende Militäroperation des israelischen Militärs? Wie angemessen ist sie? Also diese Operation kommt ja nicht aus heiterem Himmel, sondern ist in einer Abfolge von Operationen, wo man jemals versucht hat, Terrorverdächtige festzunehmen, was immer zu erheblichen Ausschreitungen führte mit Verletzten und auch Toten auf beiden Seiten. Und dabei hat sich gezeigt, dass der islamische Dschihad und die Hamas, aber auch andere Gruppen in Jenin immer elaboriertere Infrastruktur unterhalten. Wir haben das auch an den Finanzströmen, die dorthin gegangen sind, gesehen. Und deshalb haben sich die israelischen Sicherheitsbehörden entschlossen, hier dieser neuen Qualität einen Riegel vorzuschieben durch diese Operation. Und Israel geht hier vor gegen terroristische Einheiten. Israel geht nicht vor gegen die palästinensische Zivilbevölkerung, wobei bei solchen Operationen naturgemäß zivile Opfer oftmals auch zu beklagen sind oder manchmal sich erst später herausstellt, dass angebliche Zivilisten tatsächlich in Terrorstrukturen zu Hause waren. Israels Regierung sieht seit ungefähr einem Jahr in Jenin ein, wie Premier Netanyahu es sagt, Nest des Terrors. Sie haben es anklingen lassen, das sehen Sie ähnlich. Aber es trifft eben dennoch Teile der Zivilbevölkerung. Wie bewerten Sie da das Vorgehen des Militärs? Also aus der Ferne kann ich jetzt Einzelaktionen nicht beurteilen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Das wäre vermessen. Aber ich sehe das Bemühen des israelischen Militärs und so sind auch seine Codes of Conduct dazu, zivile Opfer nach Möglichkeiten zu vermeiden. Wir sehen gleichzeitig, dass die terroristischen Einheiten ihre Operationsbasis bewusst in die Nähe von grundsätzlich völkerrechtlich geschützten Zielen stellen, so wie zum Beispiel UNRWA, Schulen und dergleichen mehr. Und ich kann nicht erkennen, dass hier etwas absichtlich schief läuft. Ob im Einzelfall trotzdem etwas falsch gelaufen ist, kann ich nicht sehen. Aber dass die israelische Regierung ihre eigene Bevölkerung und auch die palästinensische friedliche Bevölkerung vor Terroristen schützen muss, ist ihre Aufgabe. Der kommt sie hier nach. Und wir haben ja heute gesehen an diesem schrecklichen Attentat wieder in Tel Aviv, das zum Ziel hatte, Zivilisten abzuschlachten und zu verletzen, dass diese Terrorgefahr eine reale Gefahr ist. Das ist keine eingebildete Gefahr der israelischen Regierung. Was ich ansonsten erschütternd fand, dass in den letzten Tagen bei denen, die als Terroristen aufgetreten sind, nicht nur islamischer Dschihad und Hamas-Kräfte zu verzeichnen waren, sondern auch Aktivisten der Fatah, die bei uns gemeinhin in der Presse zu den gemäßigten Kräften gezählt wird. Aber an Terror kann ich nichts Gemäßigtes erkennen. Sie haben es angesprochen, der blutige Anschlag heute in Tel Aviv, den hat die Terrororganisation Hamas als Reaktion auf die Operation im Westjordanland deklariert. Ein Passant in Tel Aviv hat den mutmaßlichen Täter erschossen. Das heißt, abgesehen davon, dass Terror bekämpft werden muss, wie gefährlich ist diese Spirale der Gewalt, die ja auch individualisiert wird immer mehr? Also ich sehe nicht so richtig eine Spirale, sondern ich sehe eine konstante Bedrohung von Zivilisten durch Terrororganisationen auf palästinensischer Seite. Ich sehe keine hinreichenden Aktivitäten der politischen Führung der Palästinenser, diese Bedrohung einzuhegen und dagegen vorzugehen. Im Gegenteil, die palästinensische Autonomiebehörde unter Herrn Abbas wird den Angehörigen des heute zu Tode gekommenen Terroristen von Tel Aviv Terrorrenten bezahlen. Das ist das einzige Rentensystem, das die palästinensische Autonomiebehörde unterhält, ist die Versorgung von Hinterbliebenen von Terroristen und von Terroristen, die in israelische Gefängnisse gelangt sind. Und wir finanzieren diese palästinensische Autonomiebehörde zu Recht seit den Oslo-Verträgen, aber dass wir das konditionslos machen und nicht darauf dringen, dass dieses Incitement zu Terror
also Anstachelung zum Terrorismus. Und da bleibt, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Und ich bin dem schon damals, Sie haben angesprochen, dass ich mal Abgeordnete war, als Abgeordneter nachgegangen. Und es hat sich in den letzten Jahren da nichts verändert. Und ich finde nicht, dass deutsche Steuergelder indirekt die Finanzierung von Terroristen gegen Israel bezahlen sollten. Welche Mittel stehen uns denn zur Verfügung im Bundestag, aber auch in anderen Gremien und in anderen Ausspielwegen, um dieses Incitement to Terror, um das zu unterbinden, um da Auflagen zu verbinden mit den Zahlungen? Ganz einfach, wie jeder andere Zuwendungsempfänger bei Demokratie-Leben oder anderen Programmen der Bundesregierung. Es gibt Zuwendungsauflagen. Und wenn die Zuwendungsauflagen nicht erfüllt werden, dann gibt es die Zuwendung nicht oder wird sie gegebenenfalls sogar zurückgefordert. Und da sollten wir einfach die palästinensische Autonomiebehörde, wie auch das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, UNRWA, entsprechend behandeln wie jeden anderen Zuwendungsempfänger auch. Und da muss drinstehen, es gibt keine Anstachelung zu Terror, wenn Terroristen mitfinanziert werden über diese staatlichen Gelder. Dann wird die Förderung eingestellt. Dann müssen die sehen, wo sie ihr Geld herbekommen. Und ich glaube, dass das nicht folgenlos bleiben würde. Soweit Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Expertise und dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sehr gerne. Schönen Abend nach Bonn.